Ich bin aus dem scheiß österreichischen KZ, kein Seversdorf, davon. Au! Und? Nachher, da schlag ich den Großvater schon gleich brutal. Dann bin ich ins Häfen gekommen, 6 Monate. Und dann habe ich die Verhandlung gehabt, das scheiß Heim. Der Richter hat mir das scheiß Heim eingewiesen. Und da wurde man sehr als ein Distler und die Erzieherspritzen dabei halber Tag. Und dann habe ich einen Ausgang gekriegt. Weil ich alles gesehen habe, wie es in Kaiserslautern sieht, in Kaiserslautern zugeht. Auf der Gruppe 5 wurden sie geschlagen mit Besensteinen. Das wurde genannt Ö3. Und der musste sich auf alle Vieren stellen. Und da wurden sie so lang geschlagen, bis sie nichts mehr spürten. Und dann bei diesem Ausgang bin ich auf Flug gegangen und habe mich zuerst betrunken, weil sonst das nicht zustande gebracht hat. Und jetzt will ich über Kaiser Ebersdorf alles explodieren lassen, das geht zerschreien. Dieses Kassett wird vernichtet. Und der Tier in ein Ding hineingesteckt, wo sie auch so gesesselt werden wie mir. Und die sollen ihnen die Finger abschneiden und sie. Und so sadisteln, dass sie nicht mehr stehen können. Und ich glaube, wenn ein Erzieher, wenn wir baden gingen, schaut der uns hinein bis ins Arschloch. In den Scheißheim schaut es nämlich so aus. Jawohl. Die Burschen von Kirchenberg auf der Strafgruppe bekommen das Fressen von den Gasthaus nur von der Abfälle. Und da werden sie so beschlagen, dass sie nicht einmal essen können. Und ich mache am liebsten denke ich das Heim. In diesem scheiß Erziehungsheim! Da gibt's derartig zu, man weiß gar nicht, was da wirklich los ist. Da sind ein paar Zieher, aber da ein paar, die sagen wir halt, die sind ein Verbrecher. Und da werden die Verbrecher erst richtig zu Verbrechern gemacht. Das ist es nämlich, bitte sprich weiter. Du bist das nicht überdauert. Jawohl. Stop!
Ebersdorf in Oberdirektor fragen, wie es überhaupt ist, sagt er, es ist sehr schön, sie haben Sport, alles. Und der Weil ist der so ein interessantes Sort. Und wenn die Zöglinge zu den Oberdirektor Beschwerden gingen, da sagte er, ja, wenn die Erzieher euch noch etwas tun, dann sagt es mir nur. Und die Arschlöcher, die fühlen sich nur so stark. Fühlen sie nur so stark, dass da, sagen sie, seid die kleinsten Dreck, ein Kimmer zermürben. Ja, und wir waschen gerade den Schirr, weil alles. Und sie haben nur Angst, wenn das Heim an Ortsstamm macht, aber leider die Burschen dran sind. Und wissen das eigentlich mit Ficken, die Kaiser Ebersdorf, wissen das mit Ficken? Ja, die Arschlöcher schauen uns nach, da haben wir eh keinen Mann nachgehen. Ja, ich meine, wie oft geht es, dass das Ficken ist ja ausgewichtet. Ja, da tun wir noch in die Scheißkur rein. Ja, weißt du, wie das ist? Arsch mach eine da oder nicht? Wie ist denn los eigentlich? Ja, schau dir die meisten Burschen an. Die meisten Burschen wollen raus. Ja, wir wollen aber kennen nicht. Sie wollen nicht. Und da ist ein Arschloch der beste Erzieher. Die rennen uns alle nach. Schau, wie lange warst du denn Kaiser Ebersdorf? 12,5 Monate. 12,5 Monate warst du denn Kaiser Ebersdorf? Wie oft hast du dabei budert? Ja, das möglich in der Zeit, was? Überhaupt nicht, da haben wir nur wichsen. 12 Monate nicht pudern! Da haben wir nur wichsen können, sonst nicht. Wie viel war es denn so? Das muss ja ein Tag in die Zeit sein. Da haben wir halber der Stieg. Wieso eigentlich? Gelacht jetzt ein fertiger Trappe, ja, das ist ein fertiger Trappe, muss ich wieder anlaufen. Weil die Erziehern, ja, wieso? Den, warum, wie waren das mit denen? Die so gern gerufen haben, stimmt wie? Sie mir vor. Was haben sie gerufen? Ja, wenn es gestunken hat. Das haben sie so gern. Hast du da oder was? Was hast du denn da? Nein, bist ja alles gestunken. Bitte, es ist auch der Lehrer Vogel hier, der hat auch einiges mitzuteilen, die gestern das Schöne noch nicht so zickern. Ja, aber nicht weiter, das ist okay. Und die Zöglinge, wenn wir in Schafsesser benannt sind, sagen wir, da sind alle dafür, dass wir zu einer Kommune gehen. Ja, das ist eine gute. Und wenn einer etwas sagt, ja, gehen wir. Ja, was ist denn da? Dann rennen sie zum Oberdirektor. Und blöde Ziege, Herr Sinn, aber da dazwischen. Dass wir auf Flucht gehen wollen. Und da werden wir eingesperrt oder wir kommen nach Kirchberg. Ach so? Ja. Das ist doch wirklich unglaublich. Was ist denn das? Das ist ein KZ, so ähnlich. Ja, und du bist jetzt wirklich besser geworden und da ist der Bus aber mit dir und bist noch immer dein Großvater geschlagen. Dein Großvater wird zwar nicht mehr erschlagen, aber jetzt Ordnung habe ich gelernt. Aber nur für mich selber die Reinlichkeit. Aber das scheiß KZ, das interessiert mich nicht. Das kann von mir aus in die Luft gesprengt werden. Ich möchte es machen zumindest. Aber am liebsten täte ich das. Denn ein Erzieher so richtig satisteln, dass sie link bleiben. Oder in die Grube hineinrutschen wir. Weil die Gesetze sind eh schon so. Von der Maria Theresia noch. Die alte Fultner, was die eingeführt hat, das war ja Blödsinn. Weil vorher möchte ich Kaiser Ebersdorf
so richtig in die Luft springen. Im österreichischen Erziehungsheim von Kaiser Ebersdorf, da sind die Hund so scharf. Im Kaiser Ebersdorf. Oh, I'm in love.